So, ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ich wollte zeigen, wie ich eine Datei zum Thema Konkurrenz in GeoGebra zeichne. Dazu verwende ich eine Zeichnung, die ich also oder ja, eine Zeichnung, die ich schon angefangen habe. Und ich möchte gleichzeitig noch zeigen, wie ich ein GeoGebra-Book nutze, das ich also schon mal angefangen habe. Ich zeige es gerade mal. Ich habe hier für Klasse 8 schon ein paar GeoGebra-Dateien gesammelt und unter anderem hier zum Thema Dreieckskonstruktion und Konkurrenzsätze. Ich öffne das GeoGebra-Buch gerade mal und gehe hier auf das Thema, an dem ich gerade bin. So, und irgendwie zurzeit gibt es da gerade ein bisschen Probleme in der Darstellung beim ersten Mal. Ja, also ich habe hier die Frage gestellt, ist ein Dreieck genau dann fest oder schon genau festgelegt, wenn man eine Seitenlänge vorgibt? Und habe ich jetzt hier in Rot die Seite C gezeichnet, die festgelegt ist. Und dann ist es natürlich nicht so, dass die Seite festgelegt ist, sondern alle anderen Dinge können unterschiedlich sein. Es ist nicht festgelegt. Ich habe dann noch hier die Möglichkeit angeboten, dass man die Höhe noch anzeigt. Nicht alle Höhen, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Und man kann auch die Seite C verändern, um halt nochmal klarzumachen, dass das natürlich nicht für nur eine bestimmte Länge von C gilt. Also die kann man hier mit dem Schieberegler verändern. Und in der Zeit sind andere Veränderungsmöglichkeiten eben halt ausgeschlossen, wie zum Beispiel, ich habe hier den Punkt C dann unsichtbar gemacht. So, ne? Das habe ich also für eine feste Seitenlänge schon gemacht und das soll nun auch, das habe ich auch schon gemacht für einen festen Winkel. Ja, leider wird hier in LaTeX der Winkel Alpha nicht angezeigt, da muss ich mich nochmal, also als Symbol nicht angezeigt, das muss ich mir nochmal anschauen. Aber hier habe ich genau das gleiche. Winkel bleibt konstant, kann aber verändert werden, um halt zu gucken, ob das nur für bestimmte Winkel gilt. Und das ist natürlich egal, welcher Winkel es ist, der Rest ist frei einstellbar. So, und jetzt möchte ich das Ganze noch für eine feste Höhe machen. Da fehlt also hier die Zeichnung 5,3. So, und dazu nehme ich diese Zeichnung, das ist die mit dem festen Winkel. Und ich gucke mal, ob ich ein bisschen was verwenden kann an anderen Werten. So, zunächst mal lasse ich mir mal das Algebra-Fenster zeigen. Ich habe das Algebra-Fenster hier in ein extra Seitenfenster gelegt. Ich kann es natürlich hier einbinden, aber so habe ich halt schon die feste Größe des Zeichenblatts fest eingestellt und dann stört mich das hier nicht. Das kann ich auch größer machen, breiter, je nachdem, wie ich es will. So, ja, jetzt soll die Höhe festgelegt werden. Das heißt, ich muss im Prinzip den Schieberegler Winkel entfernen. Und damit ist der Rest des Dreiecks auch weg. Höhe soll festgelegt sein. Das heißt, ich muss den Punkt C ja irgendwo, also ich werde mich nur um die Höhe C kümmern. Ne? Ich muss eine Parallele festlegen, die in einer bestimmten Höhe liegt. So, die Höhe möchte ich wieder mit dem Schieberegler angeben. Und der wird natürlich gehen von, ja, ich nehme jetzt nicht mal 0,0, sondern 0,5, damit das besser sichtbar wird. Und die Höhe als maximale Höhe 5 lasse ich. Und so, dann lege ich das fest. Jetzt, ne, das wollte ich nicht. So, jetzt kann ich die Höhe ändern. Ja, jetzt möchte ich gerne das festlegen, dass ich also eine Gerade habe, eine Parallele durch
ein Punkt, der eine bestimmte Höhe hat. Und dazu lege ich erstmal einen Punkt fest, der die Höhe 2,5, also diesen Wert da hat, den ich hier vorgegeben habe. Und dazu gebe ich ein, ja, einfach die Koordinaten, oder ich sag mal, das ist der Punkt H. H hat die Koordinate 0. Eigentlich ist der x-Wert egal, mir geht es hier nur um die Höhe. Und als Höhe hat er den Wert Höhe, der ja dem Schieberegler entspricht. So, und dann zeichne ich eine Parallele durch den Punkt H zu dieser Strecke. Die kann ich, glaube ich, verwenden. Das muss, ist natürlich wichtig. So, den Punkt H mache ich aber unsichtbar, weil mein Punkt C mit einer bestimmten Höhe soll ja auch beweglich sein. So, deshalb das hier drauf. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist C hier noch übrig, wenn er undefiniert ist. Das hing damit zusammen, dass ich ja irgendwas fixiert habe. Und deshalb ist C noch da gewesen. Das habe ich gerade hier ein bisschen aufgeräumt. F war ein Hilfspunkt, den brauche ich eigentlich auch nicht, den mache ich mal unsichtbar. G war ein Punkt auf H und H war... Ah, ist das da? Ja, das ist ja richtig, okay. So, dann nenne ich das mal um. Dieses G soll ja jetzt C heißen. So. Die Höhengrade, die mache ich auch unsichtbar, denn die brauche ich nicht. So, bin gerade am Überlegen. Das ist okay, das funktioniert. Und dann kann ich gerade die Strecken noch alle einzeichnen. Und die haben gerade die falschen Namen. Also muss ich es korrigieren. So. Also ich mache hier immer einen Rechtsklick drauf auf die Objekte, wenn ich sie umbenennen will. Dann erscheint ein Kontextmenü, wenn ich ein Objekt ausgewählt habe. Und dann kann ich dann eben jetzt zum Beispiel auf das Umbenennen gehen. So. Ja. Okay. Ich würde sagen, jetzt könnten wir ja diesen Text mal ändern. Der ist fixiert, damit er nicht verrutscht und verschoben wird. Ja, ich gehe einfach dahin und ändere den Text dann. So, eines der Winkel, also hier. Eine der Höhen, ist fest, hier HC, so, das geht nicht, weil das ist kein LaTeX-Befehl, ich mag mal gucken, ob das geht. Okay, das ist etwas merkwürdig. Gut, das hatte ich jetzt noch nicht gehabt. Das wird wahrscheinlich so sein, dass diese Befehle nicht in der Textbox funktionieren. Also machen wir Folgendes. Wir beenden hier die Textbox und schreiben hinten dran die Formel. Das war ja HC. Das klappt hier. Und dann beginne ich wieder eine Textbox. Ne, so. Und schreibe da rein dann hier AC ist gleich. Und nehme dann hier den Wert. Ne? Da wird ja hier so ein Kästchen angezeigt.
Und in diesem Kästchen ist der dynamische Wert drin. Also solche Kästchen zeigen immer dynamische Anteile an. So. Das ist okay. Das fixieren wir wieder, beziehungsweise legen es fest an der absoluten Position. Die Höhe, die ist ja auch fest. Ich kann den Punkt C bewegen, das ist okay. Das ist ein Fehler. Irgendwie habe ich den jetzt schon ein paar Mal gehabt und ich weiß nicht warum. Okay. So, das ist soweit gut. Jetzt ändere ich mal das Aussehen der, des Punktes C und mache ihn genauso oder ändere sein Aussehen genauso wie das von B, weil das ist ja auch beweglich. Ich habe da also immer für eine Eigenschaft oder also ob es ein fester Punkt ist oder ein freier, habe ich jeweils auch eben mit Farbe sichtbar gemacht. B hat die Größe 4 und C auch. Und die Strecke C hat die Dicke 5 und dann mache ich das bei B und C auch. Und ein kleiner Tipp hier, während ich das mache, ich markiere mit Hilfe der Steuerungstaste gleich mehrere Objekte. Wenn sie die gleiche Eigenschaft haben, dann kann ich das ja gemeinsam definieren. So, und da verwende ich auch dieses Hellgrün. Nee, das ist ein anderes. Oder? Sie? Ich vermute mal, dass C doch dicker ist. Was? 5? Ach, die Strecken habe ich gar nicht dicker gemacht. So, jetzt. Gut. Ja, jetzt zeichne ich noch die Winkel. Also ich habe das B ja hier festgelegt, dass es nicht ganz nah rangeht. Ist natürlich nicht ganz korrekt, weil natürlich könnte B auch da drüben liegen, aber ich möchte also in diesem Fall aus, naja, Schönheitsgründen das ein bisschen reduzieren. Ich denke, das können die Schüler auch verstehen. So, die Winkel. Bei den Winkeln muss man ja beachten, dass man bei der Markierung auf die Reihenfolge achtet. Also gegen den Uhrzeigersinn, also zack, 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 um diesen zu bekommen. Und hier um. Ne, was mache ich jetzt? Mache ich gerade falsch rum, gerade selber. Tue ich mit Escape abbrechen. Also das, das und das, um den Winkel C zu bekommen. Nur, da muss ich natürlich auch das Werkzeug aktiviert haben und Winkel B dann eben so. Okay, ups, das war zu viel. Jetzt möchte ich gerne noch, oh, was haben wir denn da? Ach, das war der Schieberegler, den ich beim letzten hatte und da hatte ich auch noch ein paar Texte, die ich auch löschen kann. So. Jetzt habe ich gerade den einen Winkel leider wieder gelöscht. Okay. So, die drei Winkel, die markiere ich jetzt, indem ich hier einfach auf Winkel draufklicke. Bei denen möchte ich auch die Eigenschaften ändern. Das kann ich auch zusammen machen. Zur Sicherheit lege ich es erstmal fest auf zwischen 0 und 180. Und ändere die Farbe. Ich glaube, ich hatte da diese oder diese hier verwendet. Bei der Darstellung ändere ich, dass nur der Name zu sehen ist. Und ich mache den Radius dieses Markierungskreises etwas größer, damit ja, die Winkel deutlicher zu sehen sind. Vielleicht so reicht aus. Was haben wir noch? Also Höhe kann festgelegt werden. Ja, jetzt möchte ich die Höhe noch konstruieren. Ich bin gerade
gerade am gucken, die Höhe ist die noch. Also die Höhe, wie ich sie vorher definiert oder gezeichnet hatte, die ist verschwunden, das kann eben passieren. Und dann mache ich das Ganze jetzt nochmal, zeichne mir eine Senkrechte durch den Punkt C zu der unteren Kante. Und da achte ich darauf, dass ich nicht die Strecke C nehme, weil dann wäre nämlich mein Höhenfußpunkt nicht definiert, wenn C hier drüben liegt. Deshalb nehme ich diese Hilfsgerade, die ich das letzte Mal schon gezeichnet habe, also für die andere Zeichnung. Und dann habe ich halt immer den Höhenfußpunkt, den brauche ich nämlich, um dann meinen Winkel einzuzeichnen. So, jetzt markiere ich hier den Winkel. Das kann ich hier festlegen. Oder ich hatte mir einen Punkt F hier, der ganz weit rechts außen liegt, definiert, damit ich einen Punkt habe, der sich nicht verändert, dessen Position sich nicht verändert. Könnte ich auch verwenden. So muss ich halt, ich schalte hier mal den Namen aus, also die Beschriftung aus. Ah, ich wollte eigentlich vom Winkel die Beschriftung ausschalten, aber es ist auch okay. Mir reicht einfach die Darstellung, dass es ein rechter Winkel ist. So, ich habe da alles grau gemacht. Das ist diese Gerade, die brauche ich eigentlich nicht, weil ich möchte nur die Höhe als Strecke einzeichnen. Den Winkel hier färbe ich noch ein. Vierte, von unten habe ich hier als grau genommen. Und ich mache den noch ein bisschen kleiner, weil ich muss ja nicht irgendwie ein Maß sehen, sondern mir reicht einfach zu sehen, dass da der Punkt zu sehen ist, dass also ein rechter Winkel ist. So, dann eine Strecke für die Höhe. Und die benenne ich auch um. Das ist ja meine Höhe HC. Und da ich ja die festen Strecken oder Maße immer rot markiert habe, werde ich also in diesem Fall meine Höhe rot einzeichnen. Haben wir es? Darstellung? Ne, hier Farbe in Rot und mal auf 5. Ich glaube, es war bei den anderen auch so. So, den Höhenfußpunkt E kann ich hier unsichtbar machen, den brauche ich nicht. So, oh, ein kleiner Fehler noch. Mein rechter Winkel darf auch nicht größer als 180 Grad sein, damit er auch ein rechter bleibt. So, ja, jetzt habe ich eine Situation, bei der rechte Winkel, wenn ich hier mich dem Punkt A nähe, immer kleiner wird. Das ist eine Sache, die mich stört. Und genau deshalb definiere ich meinen Winkel hier nochmal um. Unter Eigenschaften kann ich das machen. Und dafür verwende ich eben den Punkt F. Also anstatt A den Punkt F. Der liegt so weit außen, dass, und beziehungsweise er ist vor allem fest. Und dadurch ändert sich die Darstellung dieses Winkels nicht. So, wir testen es mal. Das geht gut. Rechter Winkel. Alles klar. So, jetzt noch ein bisschen was zur Sichtbarkeit. Das können wir löschen, denn der spielt keine Rolle. Obwohl, warte mal, ich habe gerade eine Idee. Ändern wir das einfach. Die Beschriftung. So, also Winkel HC ändern, mal gucken, ob es richtig dargestellt wird. Ne, Blödsinn, Winkel höher natürlich. So, der Vorteil
dass ich das jetzt nur umändere, ist, dass ich dieses W eventuell noch woanders verwendet habe in der Sichtbarkeit und dann funktioniert das eben gerade auch. Da ist die Frage, ob ich die Höhe HC immer anzeigen soll, weil schließlich ist sie ja der bestimmte Wert. Deshalb mache ich das hier vielleicht mal weg, diese Checkbox, und dann wird es immer angezeigt. Und guck gerade mal, passt das? Okay. Jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass der Schieberegler nur sichtbar ist, wenn W, also dieser Wahrheitswert W, true ist. Also wenn ich die Checkbox oder wenn ich das angekreuzt habe. Und da gehe ich auf die erweiterten Einstellungen hier, erweitert. Bedingungen, um ein Objekt anzuzeigen, ist in diesem Fall, dass W true ist. Für eine Gleichheit abzufragen, brauche ich ein spezielles Symbol. Und da gebe ich ein, indem ich einfach gleich eingebe. So, jetzt habe ich hier etwas gezeigt, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Ich brauche aber eigentlich dieses ist gleich true nicht, denn ich verwende jetzt quasi einfach hier den Wert von W. Und W ist entweder true oder false. Und wenn in diesem Fall ist jetzt gerade ja das Kreuzchen weg. Das heißt, mein Wahrheitswert W hat den Wert false. Und damit ist es eben auch nicht sichtbar. Also ich muss als Bedingung ja immer ein entweder true oder false oder angeben. Das kann sein, eine Abfrage, ist das gleich oder ist das größer oder kleiner? Oder einfach true oder false, in diesem Fall also die Checkbox hier. So, und das passt dann schon. Ja, also Höhe ist auf einem bestimmten Wert. Jetzt möchte ich noch diese gerade E nur anzeigen, wenn es notwendig ist. Und dazu nehme ich mir den Punkt E. Der Punkt E ist jetzt gerade hier nicht zu sehen. Das ist ja der Schnittpunkt der Senkrechten, mit der diese Strecke festgelegt ist. Und ich gehe deshalb wieder in die Eigenschaften von dieser Strecke E. Vom Punkt E, nee, der E nicht, sondern das ist die gerade E, also war doch richtig, gerade E, und gehe unter die erweiterten Einstellungen, um da die Bedingungen festzulegen, wann diese gerade E sichtbar ist. Und das mache ich mit Hilfe der X-Koordinaten der Punkte, und zwar A und B, und des Punktes E, der ja dieser hier ist. So, und wenn x von a kleiner als x von e ist und so das und, da gibt es ein spezielles Symbol, ich kann es aber auch schnell über die Tastatur eingeben, wenn ich dieses kaufmännische und hier zweimal nehme, und x von e kleiner als x von b ist, dann soll das nicht sichtbar sein. Und damit ich das quasi umkehre, setze ich davor ein Ausrufezeichen, und wenn ich jetzt die Eingabetaste drücke, dann sieht man, dass das umgeändert wird sozusagen in das korrekte Symbol, aber so bin ich eben schneller in der Eingabe. Also nicht dieses typische Nicht-Symbol in der Logik und hier die Und-Verknüpfung. So, und leider geht es jetzt gerade nicht. Ach, ich habe das bei E eingegeben. Also löschen. Und bei der gerade E das Ganze machen. So. E mache ich unsichtbar, brauche ich eh nicht. Und damit passt das. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich noch eine Hilfslinie einzeichne, wo ich also quasi zeige, wo der Punkt C ist, damit
es ein bisschen deutlicher wird, dass es auf einer Gerade sich bewegt. Und ich bin gerade überlegen, ich könnte natürlich hier meine gerade H nehmen einfach. Denn es ist ja genau die. Schriftung weg und wir ändern ein bisschen die Farbe noch. Vielleicht gebe ich ihr auch das Rot und mache sie allerdings dünner, damit sie nicht so auffällig ist, und eine gepunktete Linie. So, es ist kaum zu sehen, ehrlich gesagt, wenn man da aus dem falschen Winkel guckt. Man sieht nur, dass ein bisschen Dreck ist. Vielleicht mache ich sie doch ein bisschen dicker. Das kann ich übrigens auch hier machen, indem ich da Schieberegler nutze. So, und jetzt noch ein Kontrollkästchen dazu, die ich hier untersetze. Und die kriegt die Beschriftung Hilfslinie sichtbar. Ja, und jetzt kann ich entweder das nachträglich machen oder ich wähle hier aus, welches Objekt sichtbar wird, oder was meistens noch schneller geht, ich klicke es hier an, da wird das direkt übernommen. Und dann wird die Hilfslinie also sichtbar. Jetzt verschiebe ich das noch. Also es gibt keine richtig gute Möglichkeit, das hier absolut zu positionieren. Ich kann es mit Hilfe des Koordinatengitters machen, indem ich die dann ausrichte daran, aber so ganz genau geht das nicht. Ich werde jetzt den noch fixieren, damit er also nicht verschoben werden kann. So, und wenn ich die Höhe ändere, mache ich diese Checkbox unsichtbar. Ich habe ja zwei Wahrheitswerte, also zwei solche Kontrollkästchen, und das D ist das mit der Hilfslinie, und das ist nur sichtbar, wenn W nicht aktiviert ist, also nicht W. Also wenn W true ist, dann ist das hier sichtbar. Wenn W true ist, ist nicht W false, also ist das andere eben nicht sichtbar. Ich hoffe, ich habe es nicht durcheinander gebracht. So. Okay, da bin ich ganz zufrieden mit eigentlich. Jetzt schließe ich noch mein ausgelagertes Algebra-Fenster, weil sonst würde das nämlich auch sichtbar sein können. Ich gucke gerade mal, habe ich die Höhe nicht zu groß gemacht? Ah, das ist okay. Aber ich sehe gerade, die Linie ist so dick. Ich glaube, 2 reicht aus für den Schieberegler. Okay. So, eine der Höhen ist fest. Also ich gehe jetzt gerade nochmal durch, ob es alles korrekt ist. Ich kann das zwar auch nachträglich alles ändern, also nochmal die Datei korrigieren, wenn ich sie schon hochgeladen habe. So, und ja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, dass alles richtig ist, sonst muss ich es halt nochmal hochladen, nachdem ich es verändert habe. Drücke jetzt auf Teilen. Und so, und dann hat sich automatisch Firefox geöffnet. Und habe hier die Möglichkeit, das hochzuladen. Es ist so, ich war jetzt schon angemeldet unter meinem Namen. Wenn das nicht der Fall ist, müsste ich mich erst anmelden und dann kann ich weiter fortführen mit diesem Veröffentlichen. So, wir gucken gerade. Zeichnung sieht auch hier in der Vorschau gut aus. Das ist jetzt übrigens nicht Java, eine Java-Darstellung, sondern das ist HTML5. Das funktioniert meistens ganz gut schon gerade bei einfachen Zeichnungen. Ich übernehme mir den Text, ich nehme den Text, den ich hier habe, auch für diese Datei natürlich halt angepasst auf die Zeichnung. Ist ein Dreieck genau festgelegt, wenn man eine Höhe vorgibt. Der Rest ist nicht wichtig.
Das wäre noch eine Möglichkeit, weiter was anzugeben, natürlich. Es gab da eben noch erweiterte Einstellungen, die brauche ich in diesem Fall nicht. Zum Beispiel kann ich festlegen, dass ich auf jeden Fall, wenn vorhanden, Java nutzen will oder eine Größe oder irgendwas anderes. Titel ist wie hier 3x-Test, eine feste Höhe dann eben. Und die Beschreibung für den Lehrer, die übernehme ich auch. Ob eine vorgegebene Höhe ausreicht. So, Sprache G wie German, 8 Jahre und auch die Text, damit auch andere das finden. Dreieck, Kongruenz, Triangle, Winkel und Höhe. Ich glaube, auf Englisch wird so geschrieben. Sichtbarkeit öffentlich und dann kann ich das speichern. Wir probieren es gerade mal aus, ob das auch in Ordnung ist. In der Vorschau sah es aber schon richtig aus. ÖHC verändern. Alles klar. Hilfslinie sichtbar. Geht alles. C ist beweglich, B ist beweglich. Okay, das sieht gut aus. Und jetzt möchte ich es noch in mein GeoGebra-Buch einfügen. Dazu gibt es ja hier einen Knopf. Und ich kann da gleich Kapitel, die ich schon erstellt habe, hier dann auswählen. Und dann wird das gleich da eingefügt. So, jetzt gucken wir gerade mal. Laden das nochmal neu. So, und dann habe ich hier meine Datei, meine dritte Datei eingefügt und kann sie auch hier dann anzeigen lassen in diesem GeoGebra-Buch. Das Schöne ist eben ja auch, dass diese Dateien auch auf dem Tablet funktionieren. Das heißt, man hat wirklich so ein dynamisches, ja, Arbeitsblatt sozusagen. Okay, das war eine recht ausführliche Erklärung, wie ich also eine vorhandene Datei jetzt geändert habe, mit einigen Tipps und Tricks rund um GeoGebra. Ich hoffe, es hat, naja, Spaß gemacht oder war interessant. Demnächst vielleicht mal wieder.